Willkommen zum Workshop Manuelle Behandlungsstrategien gegen chronischen Rückenschmerz. Es geht in diesem Workshop, in dieser Fortbildung vornehmlich um unspezifischen Rückenschmerz, also um Rückenschmerz, wo keine klare Diagnose ist, wo es sehr viel Kausalzusammenhänge gibt, die zu rezidivierenden und dann später zu chronifizierten Rückenschmerz führen. Diverse konservative Testmethoden werde ich jetzt nicht wiederholen. Die findet ihr dann im Skript mit entsprechenden Links zu entsprechenden Lehrfilmen, wo ihr diese ganzen konventionellen Tests dann auch repetieren könnt. Wir beginnen mal jetzt bewusst hier in der Sitzposition. Ich werde jetzt so ein paar ganz einfache Techniken zeigen, wo wir die Befundung erweitern und gleichzeitig schon anfangen zu behandeln. Das erste, was ich mal mache, ist eine Sache, die ist so ein bisschen der traditionellen Thai-Massage entlehnt, die man eigentlich am Boden macht. Dazu nehme ich hier mal mein Knie auf die Liege und setze hier mein Knie so leicht unter das Schulterblatt neben die Wirbelsäule. Sie hat jetzt hier so eine leichte Anlehnung und ich kann sie hier schon mal so ein bisschen pektoral dehnen und gebe mit meinem Knie ganz leichten paravertebralen Druck, also Druck neben der Wirbelsäule. Ich kann hier mein Knie auch mal so ein bisschen nach oben und nach unten mehr positionieren. Und kriege hier natürlich weitere Befundungsindizien. Ne? So ist sie hier pektoral stark angespannt. Meistens sind Rückenschmerzpatienten hier in der Konzentrik verspannt. Und ich kann hier subklavikular schon mal so einen kleinen Zug einbauen und hier über die Tubercula minus und majus gleiten. Habe natürlich ein bisschen Schulterdiagnostik mit drin. Jetzt kann ich hier den Arm mal anwinkeln und diesen Arm nach oben führen. Sie hat jetzt einen sehr guten Bewegungsradius, eine sehr gute pektorale Dehnung hier. Ich bin hier pektoral in der Anspannung, in der Flexion und inrotiert und gehe jetzt hier in der Dehnung, öffne die Hand nach oben. Jetzt bitte ich meine Patientin, diese Bewegung mal aktiv auszuführen. Jetzt kann ich hier von ventral von vorne nochmal so ein bisschen die Spannung hier am pectoralis major ertasten, palpieren meinte ich natürlich. Und kann jetzt mal hier schon mal paravertebral auch meine Finger und Daumen ansetzen. Und merke, wo ist sie hier fest? Kann natürlich hier auch nachfragen, wo sind hier bestimmte Stressmuster? Wo hat sie das Gefühl, da wären eventuell Schmerzen? Ich kriege jetzt wirklich einen guten Eindruck, was den oberen Rücken angeht. Dann mal wieder anhalten. Kann jetzt hier auch schon mal so ein bisschen leicht die Spannung hier im oberen Trapeziusbereich ertasten und macht dann das gleiche Prozedere hier auch auf der anderen Seite. Kann hier wieder pektoral anspannen, hier die Bewegung ihr zeigen und dann sie ruhig selber machen lassen. Wobei natürlich hier auch schon eventuell eine Lockerung stattfindet. Kann jetzt hier paravertebral nach Tender Points, Empfindsampunkten, eventuellen Triggerpunkten fahnden. Kann auch auf Akupressurpunkte gehen, die meist mit Tender Points und myofaszialen Triggerpunkten identisch sind. Wunderbar. Habe ich hier mal so einen kleinen Eindruck. Und jetzt mache ich das, was ich sowohl bei Kopfschmerzpatienten als auch bei Schulterpatienten mache. Ich greife hier mit meinem sogenannten Kaninchengriff in den Musculus trapezius descendens. Meine Daumen sind hier
neben C7, neben dem Prominenz, den letzten Halswirbel, bitte meine Patientin mal ihr Kinn auf das Sternum, auf das Brustbein zu führen und dann langsam den Kopf in die Extension zu bringen, nach hinten genau. Und dann den Kopf wieder gerade und so richtig schön das Kinn hier nach innen rollen und dann so weit wie möglich hier nach links oder nach rechts zuerst gucken und mal hier in dieser Position verweilen und eine kleine Ja- und eine ganz kleine Nein-Bewegung zu machen, sodass ich über diese aktive Bewegung eventuell kleine Subluxationen in der Halswirbelsäule lösen. Und dann das gleiche auch zur anderen Seite. Kleine Ja- und kleine Nein-Bewegung. Den Kopf wieder gerade und dann zur Lateralflexion zur Seite einfach mal. Und zur anderen Seite ebenso. Und meist ist dann gerade in den Kopf die Oberflächenspannung so ein bisschen gemildert. Jetzt gehe ich in eine andere Positionierung. Ich unterlagere hier den Arm meiner Patientin. Sie hat jetzt so eine halbe Anlehnung, kann so jetzt in ihrer tonischen Anspannung dadurch entlastet sein und kann jetzt natürlich diese Bewegung noch intensiver machen. Komme hier von ventral. Wichtig ist, dass ich nicht auf ihren Kehlkopf drücke. Habe hier meine Finger hier auf dem Pectoralis, ungefähr so zwei. Ein bis zwei Daumenbreiten unter der Clavicula, dem Schlüsselbein, und macht wieder diese schöne Bewegung. Und jetzt kann sie diese Bewegung wieder selber machen. Und jetzt habe ich hier von dorsal, von hinten die Möglichkeit, auch die ganze Brustwirbelsäule und auch die Lendenwirbelsäule zu palpieren und kann dabei schon mal so einen leichten Akupressurdruck geben. Merke auch richtig hier die Spannungsveränderung, wo sie eventuell auch das Bedürfnis nach Druck, nach einem gewissen Wohlwehschmerz hat oder auch ob der Druck zu viel wäre. Kann jetzt hier mit meinen Daumenbeeren auch mal kleine Sterne malen, kleine Fadenkreuze, Kreise, die Richtung ändern, sodass ich hier so eine gewisse Vielfalt in der Akupressur habe und kann hier mit Fingern und Daumen wirklich den ganzen paravertebralen Bereich hier bis zum ISG ertasten. Und sie macht schon hier eine Bewegung, die sich normale, zivilisierte Menschen im Alltag zu wenig machen. Vor allen Dingen hier die pektorale Öffnung. Okay. Im nächsten Schritt kümmere ich mich um die Halswirbelsäule. Da haben wir zwei Varianten. Warum fange ich jetzt hier an der HWS an? Ich habe schon so ein bisschen vorgelockert hier durch diese kreisenden Bewegungen und durch die Akupressur. Wenn wir zum Beispiel hier im Atlas Subluxation haben und dadurch die Halswirbelsäule nicht richtig im Lot ist, wirkt sich das auf die ganze restliche Wirbelsäule und somit natürlich auch auf die ganze Statik aus, so als wenn wir einen Reißverschluss als Metapher schief aufgezogen hätten. Jetzt kann ich hier so ein bisschen mit meinen Fingern auf die Kopfgelenksmuskulatur gehen, mit Daumen und Zeigefinger zwischen die Dorn- und Querfortsätze der Halswirbel. Mache hier kleine Ja-, kleine Nein-Bewegung und palpiere. Kann auch ein bisschen breiter über die Querfortsätze gehen, detonisiere hier schon und befunde natürlich weiter. Jetzt kannst du mal selber deine Halswirbelsäule wie eine kleine Schlange bewegen, die sich durch die Felsspalten schmiegt. Ne, auch da können sich ohne manipulative Manöver via Eigenbewegung kleine Subluxationen in der HWS von ganz alleine auf natürliche Art und Weise lösen. Denn meistens sind wir ja hier in der tonischen Anspannung, in der Statik überlastet hier im HWS-Bereich. Uns fehlen viele kleine Bewegungen im Alltag, uns fehlt Bewegungsvielfalt. Dem wirken müssen entgegen jetzt. Genau.
Die andere Variante ist hier, ich habe den Arm in einem rechten Winkel, mein Unterarm unterlagert den Ihrigen und jetzt habe ich hier noch einen ganz anderen Hebel, um hier diese Bewegung zu machen. Ich kann sie ein bisschen intensiver machen, vorausgesetzt, sie hat jetzt keine Impingement-Problematik auf der Seite oder Frozen-Shoulder-Problematiken. Sie kann den Arm mühelos anheben, hat auch nicht die Tendenz, dass der Arm einschläft. Dann ist das meines Erachtens oder meiner Erfahrung nach die noch finessenreichere Variante und mal wieder hier auch die Eigenbewegung einbauen. Ich palpiere zwischen den Dornen und Querfortsätzen, über den Querfortsätzen und sie macht hier ganz entspannt Eigenbewegung. Jetzt kümmere ich mich hier von dorsal, von hinten, um die BWS, am besten mal mit der Kamera hier so ein bisschen zur Seite gehen, da sieht man das gut. Ich schiebe jetzt hier mein Akkordeon zusammen. Hier mein Daumen ist dadurch stabilisiert, dass ich hier so eine schöne Faust mache. Und jetzt kann ich sie regelrecht zusammenschieben und gebe hier bei TH1 beginnend Druck auf die Querfortsätze der Brustwirbelsäule. Ich schiebe sie so richtig schön zusammen. Und habe natürlich hier auch gleichzeitig eine erweiterte Befundung, weil ich jetzt nochmal hier jeden Wirbel paravertebral palpiere, also die Weichstellstrukturen, die myofaszialen paravertebralen Strukturen, soweit ich jetzt hier das beurteilen kann, wie wir tiefere Schichten der autochthonen Muskulatur behandeln, werdet ihr später gezeigt bekommen. Und ich kann hier ruhig auch schon mal lang gehen auf der, bis zum ISG, der LWS entlang, kann auch hier mal so ein bisschen seitlich schon schauen, wie sieht es hier mehr im Bereich, der weiter von der Wirbelsäule entfernt ist, hier am Ende des autochthonen Muskelkomplexes aus. Kann natürlich auch schon die Scapula hier gleich mit palpieren. Nächste Technik ist die, ich führe Ihren Oberarm hier unter das Kinn, kann Sie hier fixieren, habe jetzt hier eine schöne Dehnung im Trapezius transversa und in den Rhomboidi und kann jetzt, ich bewege Sie so ein bisschen spiraldynamisch, wie so eine kleine Acht und kann jetzt mal hier mit den Knöcheln meiner Faust so ein bisschen hier schon mal im paravertebralen, parascapularen Bereich der BWS palpieren. Und nicht ganz zuletzt, die vorletzte Technik, bevor ich die Seite wechsle, ist die, ich gehe jetzt hier mit meinem Bein runter und lege sie mal so ein bisschen hier zur Seite und kann jetzt hier nochmal palpieren, hier in der Lateralflexion. Habe jetzt natürlich hier mehrere Möglichkeiten der Befundung, kann jetzt hier seitlich auch unter den Latissimus durch zum Beispiel in potenzielle Triggerpunkte des Quadratus lumborum gehen, kann in die Interkostalmuskulatur gehen, hier auch mal leicht unter den Rückenbögen schauen, den Daumen bin ich im BBS-Bereich, wie ist hier die Spannung im Bereich des Zwerchfells, kann hier auch an der neben der Scapula entlang gehen, neben der Brustwirbelsäule hier auch in den Subscapularis mal reingehen, hier eventuelle Spannungsfelder palpieren, als auch hier in den Pectoralis minor. Ne? Ich habe hier wirklich viele Möglichkeiten. Bei Leuten, die das mit ihrem Bein so nicht hinkriegen, ist auch das eine gute Alternative, dass ich mich hier so seitlich aufsetze. Das ist dann noch extremer, aber bequemer für die Leute, die jetzt nicht die entsprechende Gelenkigkeit haben. Ne, hier habe ich dann auch ein großes Sammelsurium an Palpations- und auch schon vor Akupressur Möglichkeiten.
Ich zeige da noch mal ganz kurz im Fluss, wie das auf der anderen Seite da ist. Und dann gibt es noch eine kleine Endtechnik, dann gibt mir diese Sequenz. Und danach geht es dann weiter in der Seitenlage. Ich beginne hier mit diesem Kreis, Flexion in Rotation, pektorale Dehnung. Dann folgt hier Ihre aktive Bewegung, dass Sie wirklich schön diesen komplexen Bewegungsradius nutzt. Und ich kann hier den ganzen paravertebralen Bereich entsprechend akupressieren. Ich mache das nicht nur mit einem Finger, den Daumen, ich nehme gleich mehrere Finger. Dadurch ist meine Hand stabiler und ich habe einfach mehrere kleine Befundungsspione hier im Feld. Sehr schön. Das ist natürlich auch eine gute Hausaufgabe, diese Bewegung zu machen. Ja. Dann hatten wir die Variante, dass wir den Kopf so halten und ich kann hier gleichzeitig leichten Druck geben, palpieren und hier passive Mobilisationsbewegungen machen. Sie kann es schon gar nicht erwarten, sich selber zu bewegen. Umso besser, wenn sich Patienten freiwillig bewegen wollen. Beweg mal wieder deinen Hals wie so eine kleine Schlange, deine Halswirbelsäule. Wie die Schlange, die sich durch die Felsspalten schmiegt. Das war Variante 1. Und die noch elegantere Variante ist die hier. Wichtig ist, dass die Stirn nicht so liegt, sondern hier gerade in der Mitte ist. Ich brauche diese Instabilität, um jetzt hier durch meinen Druck, meinen leichten Druck zu stabilisieren. Gleiche Prozedur. Kann ja wirklich auf der Wirbelsäule, neben der Wirbelsäule, den ganzen Bereich palpieren und habe hier schon eine gewisse Vorarbeit. Und dann hatten wir noch die Variante, dass ich hier das Akkordeon zusammenschiebe und jetzt hier auf die Querfortsätze der Brustwirbelsäule gehe. Und das kann ich jetzt hier, wenn es um das Thema Rücken geht, natürlich hier im ganzen paravertebralen Bereich machen. Auch hier kann ich natürlich mit mehreren Fingern gleichzeitig arbeiten. Damit schone ich den Verschleiß hier meiner eigenen Strukturen, meiner Finger, meiner Gelenkstrukturen und habe natürlich, wie ich immer zu sagen pflege, mehrere Befundungs-, Palpations- und Druckakteure hier im Feld. Dann versuche ich sie mit ihrem Bizeps zu erwürgen, was glücklicherweise nicht geht. Also ihr Oberarm ist unter dem Kinn. Und schaut mal hier die Bewegung, die ich mache. Nach der einen Seite zur anderen Seite, dass hier so eine kleine Spiraldynamik entsteht. Und diese Schwingung nutze ich, um jetzt hier so ein bisschen schon mal detonisierenden Druck zu geben. Intensiver werden wir in der Seitenbauchlage nachher arbeiten. Aber das ist hier eine gute Vorarbeit, weil ich wirklich weitere Befundungsindizien sammeln kann. Und dann war noch hier das Angebot, ich lege sie lateral übers Knie, vorausgesetzt, ich kann das hier hinbekommen und habe jetzt hier die Wirbel und die Bandscheiben so ein bisschen aufgedehnt, kann hier auch den ganzen paravertebralen, aber auch weiter lateralen Bereich untersuchen, zum Beispiel auch mal in die schräge Bauchmuskulatur gehen, unter die Rippenbögen, kann hier schauen, wie ist die Spannung im Bereich des Diaphragmas, neben der BWS arbeiten, komme hier in den Subscapularis oder auch hier ventral in den Pectoralis minor, der bei Rücken, bei Schulterpatienten sowieso meistens in einer sehr starken tonischen Anspannung ist. Wenn das hier mein Knie nicht mitmacht, die andere Variante ist die, ich lege sie über beide Knie und habe hier diese wunderschöne Positionierung, wo ich auch übrigens hier mit diesen
Akkordeon, Ziehharmonika-Techniken arbeiten kann, komprimieren, traktieren, auseinanderziehen und habe hier auch eine gute Möglichkeit, Befundung zu erweitern und therapeutische Vorarbeit zu leisten. Man kann hier vieles untersuchen. Zum Beispiel könnte ich hier auch in den Iliacus reingehen. Zum Iliopsoas werden wir ganz viele Sachen demnächst machen. Hier kann ich mal schon so ein bisschen vorpalpieren. Aber ich nutze auch schon hier die erweiterte Befundung auch als Behandlung, um somit effizient die mir zur Verfügung stehende Zeit zu nutzen. Dann kann sie sich wieder aufrichten. Könnte jetzt bei Bewegungseinschränkungen gucken, ob sich die eventuell schon verbessert haben. Ne, zum Beispiel, indem ich sie bitte, ihren Kopf mal in alle Richtungen zu bewegen. Weil sie ist nun sehr beweglich. Oder auch mal sich nach vorne zu beugen, wenn jetzt hier Einschränkungen waren. Und wieder hochgehen und auch mal selber in die Lateralflexion, in die Seitenneigung gehen. Und könnte meiner Patientin natürlich fragen, hat sich was verändert? Wenn man so ein bisschen Routine hat, gehen diese Arbeitsgänge, diese Behandlungsschritte sehr schnell vonstatten. Zu allerletzt bitte ich Sie mal, Ihre Finger hinter den Kopf zu überkreuzen. Kann hier an die beiden Ellbogen gehen. Setze jetzt wiederum mein Knie paravertebral unterhalb der Scapula auf und kann sich schon mal so ein bisschen hier dehnen. Gib mal leichten Druck gegen meine Finger. Dann zähle ich mal bis 12. Habe jetzt eine isometrische Anspannung im Bereich des Pectoralis Major inklusive Minor und wieder loslassen. Und dann kann ich noch ein bisschen nachdehnen. Das mache ich natürlich nicht bei Osteoporose-Patienten postoperativ, also wenn auch eine Bruchgefahr besteht. Das ist selbstverständlich. Und mache es mit dem anderen Knie auch auf der anderen Seite. Und kann es mal wieder gegendrücken. Und wieder loslassen. Ja, dann streiche ich nochmal hier sanft über den Rücken, kann auch kleinere Klopfungen integrieren und würde dann mit den nächsten Schritten die Behandlung fortsetzen. Soweit erstmal zu den ersten Übungen. Vielen Dank.